So, hier bin ich wieder mit tränennassem Gesicht. Und wir machen weiter. Und machen die zwei Bosse da oben, nachdem die blöden Vögel da oben ja nicht funktioniert haben. Weshalb wir die Wünsch-Lomatik-Route nicht abschließen können. Gasrilla können wir auch nicht abschließen, weil wir den Schlaghammer nicht haben. Bleibt noch die Prophezeiung, die Tiara der Tiefen und die Trolle aus Hattervoll. Naja, 4 von 6. Besser als nix. Dass er krank ist. P immerhin. Ja, Level 47 sollte uns nach Abgabe der Quests dann sicher sein. Auch nicht. So, hier müssen wir die Ränder mitmachen, denn wenn man die so angreift, hätten die sonst. Das sollte man also nicht tun, die stehen lassen. Das wäre reichlich ungesund. Spannend, was die beiden so fallen lassen. Wenn sie was fallen lassen.
Jetzt kannst du selber dein Pet heilen. Ist doch ein Jäger. Ja, selber heilen. Du hast einen Heilspruch. Da bin ich nicht für. Ich bin nicht für Pets zuständig. Das Patch spannt, ist das selber schuld. Und auf so kleine Sachen achte ich doch nicht. Außerdem kann ich schlecht heilen, wenn ich emotional so furchtbar aufgewühlt bin wie gerade. Tja, da musst du dir was anderes einfallen lassen. Ich brauche meinen Mann da. So. Muss es ja auch nicht unbedingt entsenden. Ausnahmsweise geht jetzt hier mal ein Heilschlag. Ausnahmsweise. Jetzt frisst schon wieder Schaden da wie. Leute. Hallo, ich hatte gerade in der Geschichte, kann ich auch nichts machen. Ich muss primär den Tank heilen. Das Pet überlebt ja keine drei Schläge. Schulterstücke, die brauchen wir aber nicht. Und ansonsten haben sie nichts dabei. Naja, schön, dass wenigstens die Tür noch aufgegangen ist. Man weiß ja nie. Ah, du lässt deine Turtle ungeheilt da drauf gehen, oder was? Bist du wahnsinnig? Bei dir noch zwei sind, wundert mich nicht. Du hast ja immer weggekrabbelt wie ein Weltmeister. Ich habe gesagt, wir bleiben drin, bis alle ihr Zeug haben. Fertig, ab Tiroler Cup. Unser Ziel ist die hier.
Die hat nämlich das zweite, die zweite Schrifttafel und die Tiara. Normalerweise, wenn man den Gong, also den Hammer hätte, würde man hier den Gong läuten. Und dann würde hier raus, würde Gazrilla kommen. Und den müsste man dann besiegen. Da es aber keiner von uns hat, wird da auch Gazrilla nicht rauskommen. Logischerweise. Ist doch vollkommen logisch. Eigentlich sollte ich es nicht machen, aber ich bin ja gar nicht so. So, das zweite Schrifttafel im Notar ist voll. Dann schmeißen wir mal den Seidenstoff weg. So, zweite Schrifttafel. Die Tiara haben wir haben die Schrifttafel. Das bedeutet, wir haben jetzt hier drei Quests abgeschlossen. Fehlen uns noch die Trollaussetzung und die anderen beiden gehen ja nicht. So. Da sind noch vier Trollaussetzer, brauche ich. Und dann... Was macht ihr? Was machst du? Was machen jene hier? Was macht jene, die wie du sind? Trotzdem nicht so viel hier zumuten, liebe Freunde. Ich schluck mal Trank. Ich bin eigentlich ein ganz guter Heiler, aber... Okay, kriegt die Ninja Turtle eben auch noch ein Schild. Scheiß die Wand an hier. Was soll der Geiz? Wir haben's ja. Gehen Sie weg von mir. Gehen Sie weg von mir. Junge, hier verlangt er immer einiges ab. Also Dotox, wenn du hier zuguckst, ja, Treppen-Event bitte fixen. Den Spinnengott bitte fixen. Das wäre für Sulfark dann alles.
können wir Freunde bleiben. Wir sind sozusagen wünschlos glücklich. Alter, wie viele Tanks versorge ich denn hier heute? Bräuchte ich zwar für Dingens, aber egal. Oh, cool. Wenn mein Inventar ist voll, uncool. Schmeißen wir die Kochbuch für Menschen weg. Was wird noch gewürfelt? Es wird nicht mehr um den Gegenstand gewürfelt. Ich habe den Gegenstand gewonnen. So. Zum Glück bin ich hier Leader, dass ich das umstellen kann, damit ich bei so Bugshit das Zeug plündern kann. Komm, schmeiß mal den Räucherschinken weg. Komm, schmeiß mal das blöde Mondbeerengedönse weg. Ja, das Problem, wenn man was gewinnt und das Inventar ist voll, dann backt es rum. Das ist sehr ungeil. Dann bin ich beruhigt. Dann können wir hier bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag durchgehen. Aber einen brauche ich noch. Wer hat den Telesit, oder? Da ist der Telesit. Das ist eine Mutter, die ruft an, dass er mal sein Pet heilen soll. So. Fertig von 6. Normalerweise mit Spinnengott 7. Also 4 mögliche von 7 möglichen ist nicht so viel. Dito. Nee, mir ist sowas wichtig. Mir ist Fairness wichtig. Ja, wenn jetzt, ich würde es wirklich jemandem übel nehmen, wenn jemand jetzt alle hat, quasi die Gruppe verlässt und die Leute, die noch nicht alle haben, eben da so stehen lassen würde. Das wäre für mich persönlich indiskutabel. Und sowas würde ich auch nie machen. Die einzige, aber auch wirklich einzige Situation, in der ich mir vorstellen kann, das zu machen, in der ich es wahrscheinlich auch machen würde, wäre, wenn es im Real Life irgendeinen Notfall geben würde. Ja, dass ich schnell weg muss oder so. Dann ja, aber ansonsten nicht. Oh, guck mal, ich habe einen Pfeil im Kopf gehabt als Frosch. Ich bin so ein sogenannter Pfeilkopf-Frosch. Zaubern reicht's noch, mein Freund.
aber immer noch einen Kampf, weil der noch lebt und ich habe keinen Mana mehr. Aua! Hören Sie mal auf, mich zu prügeln. So, jetzt alle mal recken. Und wir sind morgen wieder hier mit den restlichen Trollaushärtern für Gigat.